Fußball-Bundesligist RB Leipzig wird Nationalspieler Timo Werner im Sommer verkaufen, sollte er seinen noch bis 30. Juni 2020 laufenden Vertrag nicht vorzeitig verlängern. Das bestätigte RB-Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick im Focus-Interview. Der 60-Jährige hofft, dass der von Top-Clubs umworbene Werner das sehr attraktive RB-Angebot annimmt. Wenn er gut beraten ist und davon gehe ich aus, dann unterschreibt er bei uns den neuen Vertrag, sagte Rangnick und ergänzte, er und sein Berater wissen, dass er nicht in jedes Team passt, sollte der 22-Jährige allerdings unbedingt weg wollen, können wir ihn nicht zwingen. Aber ich bin zuversichtlich, dass er bleibt. Ein neuer Vertrag bedeutet ja nicht, dass er gar keine Möglichkeit hat, irgendwann den Verein zu verlassen, bei einem möglichen Verkauf im Sommer habe RB ja auch noch ein Wörtchen mitzureden. Und wir schauen natürlich genau hin, bei welchem Angebot sich unsere Vorstellungen am ehesten widerspiegeln, erklärte Rangnick. Im Sommer 2020 wäre Werner ablösefrei. Gerüchten zufolge bemüht sich der deutsche Rekordmeister FC Bayern München um den Torjäger.